Es ist bestätigt. Aktuelle Neuigkeiten zu den möglichen Transfers von Marvin Ducksch. Aber wenn Sie zunächst über die wichtigsten Nachrichten von Werder Bremen auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie gleich jetzt diesen Kanal. Helfen Sie uns, das Ziel von 1000 grün-weißen Abonnenten zu erreichen. Machen wir diesen Werder Bremen Nachrichtensender zum größten in der Bundesliga. 12 Tore und 7 Assists. Marvin Ducksch hatte eine äußerst erfolgreiche Saison in der Bundesliga. Kein Wunder also, dass der Stürmer des SV Werder Bremen in den letzten Wochen mit vielen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Allerdings lief die in seinem Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen Mitte Juni aus und Ducksch hat sich bereits über die Zukunftsplanung geeinigt. Ducksches aktueller Arbeitsvertrag, den er im Sommer 2021 beim Zweitligisten Werder Bremen unterzeichnete, läuft im nächsten Jahr aus. Damit der zuletzt so erfolgreiche Stürmer im Jahr 2024 nicht ablösefrei gehen muss, bemühen sich Vereinsverantwortliche schon seit Wochen um eine Verlängerung. Marvin Ducksch traf seine Entscheidung jedoch zögerlich und sondierte zunächst gemeinsam mit seinem Berater den Markt sorgfältig. Schließlich wird der nächste Vertrag wahrscheinlich der größte seiner bisherigen Karriere sein. Ein Wechsel zum Stürmer kommt nicht in Frage. Ducksch unterschreibt bis 2026 beim SV Werder Bremen. Die finanziellen Konditionen im neuen Arbeitspapier des 29-Jährigen wurden deutlich nach oben angepasst. Werder Bremen würdigt seine starken Leistungen der letzten Saison. Nachdem Marvin Ducksch auf den vorherigen Positionen keinen Sieg erringen konnte, zeigte er in Bremen, dass er in der Bundesliga siegen kann. So will er nun auch in der nächsten Saison, in seinem dritten Jahr bei Werder, weitermachen. Und Sie, ein Fan von Werder Bremen, was halten Sie von dieser Nachricht? Sag es uns in den Kommentaren. Ihre Meinung ist sehr wichtig. Wir sehen uns im nächsten Video.